Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Ja, moin moin Leute, hier ist wieder euer guter alter Kaiser Katana. Ich hoffe, die Einstellungen passen alle so. Der erste Livestream, wir beginnen hier mit Dark Souls 2. Dark Souls 2 sollten den meisten ja bekannt sein. Ein wunderbares Spiel. Gut, erst nochmal gucken, dass ich schon alles hinkriege. So. Das war das. Da habe ich noch nichts richtig. Gut. Dann. Ich muss mal mein Headset leiser machen. So ist das schon viel besser. Ja, sehr angenehm. Lautet euer Name. Wie heißen wir denn? Huch, falsche Taste. So, Dalle. Haben wir dann auch hier. Ja, da sind wir uns sehr sicher. So, klasse Gabe, klasse. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn da unten? Der hat viel Vitalität. Der ist aber dafür stärker. Machen wir ein Kriegerbild? Ja, machen wir, oder? Der fängt aber auch schon mit dem Schild an. Hat denn irgendeiner auch ein Spinnenschild bei Beginn? Aber der hat ein Schwert. Ja. Das hat er übernommen. Ja, hat er übernommen. Ja. Wir spielen hier. So. Ui. Nee, die geht gar nicht. Die geht gar nicht, die Frisur. Haben wir da was Hübsches? Extravagante Haarfarbe. Och, das sieht ja ganz gut aus. Ja, Zinken ist noch ein bisschen groß. Ansonsten Herkunft, ja, passt schon. Oh, ein bisschen buschig. Nein. Auch nicht. Ja, damit sieht sie recht nett aus. Bisschen heller. Augenfarbe nehmen wir doch so ein schönes Eisblau. Ja. Nee, lassen wir doch so einfach. Ein bisschen muskulös, aber passt. Gut. Ist das dein wahres Ich? Ja, das ist mein wahres Ich. People come here. Gut. Dann hätten wir ja schon mal ein Schild und einen kleinen Prügel. Lässt sich hier was machen. Dann holen wir uns hier mal ein Menschenbild raus. Wunderbar.
Ja, das ist die richtige Richtung. Denn wir können ja hier noch ein paar Kleinigkeiten machen. Ist hier runter? Nee. Hier geht's nicht. Wo ist er? Der Bösewicht. Da ist er. Oh Gott, den habe ich ein bisschen unterschätzt. Oh, der eine Reichweite. Ist okay, ich habe verstanden. Ich seh nix. Epa. Oh Gott. Epa. Nicht mit mir. Pepper! So ist der lang. Da brauchen wir ja echt ewig, bis wir den haben. Ja! Ist in Ordnung. Pepper! Weg hier. Ja, so wichtig ist das Goldharz jetzt auch nicht. So viel Seelen gibt er jetzt auch nicht, dass es das lohnen würde, mir hier den Riss zu geben. Kommt da unten was? Ne, da war gar nichts. Schade auch. So, aber irgendwo gab es noch einen kleinen Weg, ich glaube hier hinten. Alles lang her. Ja, hier. Ja. Müsste, glaube ich, auch irgendwie nur so ein. Ah, rostige Münze, ganz wichtig. Ganz wichtig. Achtung, vor der Ironie in Deckung gehen. So, aber jetzt können wir im Spiel ein Stück voranschreiten. Genau, das Ding habe ich gebaut. Guck ich da nochmal. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ist nicht mit da bloß? Ah, hier. Genau. Denn den würde ich gerne gleich einsetzen. Jetzt haben wir alles. Alles, was es hier draußen Nettes zu finden gibt. Irgendeiner von denen hat, glaube ich, noch ein Menschenbild, aber das bockt mich jetzt recht wenig. Unser erstes Leuchtfeuer. Gleich mal dran setzen. Viel können wir hier eh noch nicht machen. Sind ja noch ganz am Anfang. Oh Gott. Das müsste. Genau, Fackel. Und eine Seele des kleinen hier Untoten da. So, da. Wir könnten theoretisch das Tutorial hier komplett weglassen. Aber soweit ich das noch im Kopf habe, gibt es eine Estus-Schärfe. Ein paar Seelen sind nie schlecht zu fahren. Ne, da lang. Ich glaube, hier links wartet schon einer auf uns. Richtig. Ah, hier gibt es die Backstab-Attacke. Erklärt euch im Grunde eigentlich nur hier, wie die Grundsteuerung und alles funktioniert. Ein Dolch, aber der ist schlechter wie meine Startwaffe. Ups. Ah, krieg ich Backstab hin? Danke. Nein.
Passt. Dann hätten wir auch den Teil. Erstmal den Bogenschuss über die Schraube absetzen. Hätte auch klappen. Einen Lebensstein. Zwar einen von denen, die wir vorhin hier verballert haben. So. Muss die Leiter da. Konnte ich hier nicht eine runterlassen irgendwo? Oder war das die? Ah, genau. Herunterlassen. So. Beides hebe ich mir mal für später auf. Dann haben wir wieder eine Seele und gehen da hier rüber. Gott, ist der Fallschaden hier. So hoch war der jetzt auch nicht. Hat er doch einen Treffer gemacht. Ich weiß es nicht. Oh ja, jetzt kommt das wieder. So auf der L-Taste, 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 L-Taste. Jo. Sehr gut. Das müsste irgendein Gewürz, glaube ich, sein, oder? Gelbes Kraut, ja. Oh Gott. Diese klobige Steuerung hier. Hoppa. Das Ganze. Eigentlich sollte man die Sprungattacke hier lernen. Aber besser gesagt, Fallen zu treffen. Das habe ich ja bravouros mal nicht hinbekommen. Und soweit ich weiß, ist hier auch einer drin. Dann nehmen wir einfach den geborstenen roten Augapfel, den wir später zum Invaden brauchen, und gehen hier raus. Ich werde noch sowieso nicht mehr arg lang geht hier. Stimmt, und hier komme ich ja noch nicht runter. Weil hier unten irgendwo. Aber lag hier nicht die erste Scherbe? Vielleicht kommt die noch. Das habe ich ja einfach noch getan. Ich meine, wir müssen jetzt hier unten alles haben. Weil da kommen wir erst durch, wenn wir ein Duftzeug haben. Den haben wir aber nicht. Also können wir weiter nach Majula gehen. Ah. Sieht doch schon mal gut aus hier. So. Ich nehme erst die Sachen oben mit und dann die Sachen unten. Göttlicher Segen. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. Nope. Gut, dann. Wo konnte ich springen? War das hier oder? Ne, es war weiter oben, oder? Nein. Doch weiter unten? Ah ja, da unten ist der Weg. Dann hier. Oh shit. Das sollte natürlich nicht passieren. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Verdammt. Ich hätte nicht hier runterfallen sollen. Das war nicht geplant. Also, den ganzen Spaß gerade nochmal. Aber da können wir jetzt ja gut durchrennen. Meine Seelen sollten ja hoffentlich da noch liegen. Gegner sind ja auf dem Weg, eh keine. Das
So, für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben oder nicht kennen. Generell ist es so, ihr sammelt ja Seelen, um Gegenstände zu kaufen bzw. zu leveln. Solltet ihr sterben, seht ihr so einen grünen Popel an der Stelle, wo ihr gestorben seid. Da könnt ihr eure kompletten Seelen wiederbekommen. So, und jetzt vorsichtig. Ganz langsam. Ups. Genau. Und bekommt die komplett wieder. Solltet ihr aber in der Zwischenzeit erneut sterben, sind die ersten Seelen wieder weg. So. Ihr müsst Fernglas liegen. Ja. Ach ja. So. Was wir jetzt noch hier mitnehmen können, bevor wir hochgehen. Ja, wobei, das hätte ich eigentlich auf dem Weg machen können. Gut. Truhen nehmen wir mit einem Schlag testen. Man weiß ja nie, ob es ein Mimik ist. Die werden wir noch früh genug im Spiel sehen. So. Herrlich einfach, herrlich. So, unser zweites Leuchtfeuer. Im Vergleich zu den Dark Souls-Vorgängern, finde ich, sind hier extrem viele von denen. Gerade wenn ich mir Demon's Souls angucke, das war halt schon ein größerer Unterschied da. So. Bla bla. Bla bla. So, und jetzt können wir leveln bei der Tante. Wow, gleich 900. Halt. Inventar. Ne, hier. Ausrüstung. Ah, ich hätte auch den Ring anziehen können. Habe ich gar nicht gewusst, dass der mir nur so reingelegt worden ist. So, und dann haben wir hier eine Seele und haben hier eine Seele. Die können wir jetzt hier einfach mal ploppen lassen. Dann müssten wir zumindest ein Level zusammen kriegen. Ja. So, und da gehen wir auf Vitalität. Denn Stärke haben wir schon genug. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um unsere Vitalität. So. Was der Nachteil bei dem Spiel ist, du stirbst und ihr seht oben, die rote Energieleiste geht nicht mehr bis ganz nach rechts. Wir kriegen so als Strafe, nenne ich es jetzt mal, weniger maximal Lebenskraft, bis wir uns wieder mit einem Menschenbild menschlich machen. Weil wir sehen auch ein bisschen dunkel aus jetzt. So. Bla bla bla. Oh, verdammt. Wieder ein bisschen zu schnell. Halt leisten. Ja. Dann kriegen wir nämlich den blauen Siegelring. Und können noch eine Geste lernen. So. Ups. Falsche Taste. Ah, ich glaube aber, der Ring bringt uns nichts wirklich. Außer, dass er... Ja, wir können ihn trotzdem mal anlegen. Falls wir hier invaded werden, beziehungsweise wir welche Leute invaden werden. So, lag hier noch irgendwas? Ich glaube hier noch nicht. Können wir noch mit dem Schmied quatschen? Da müsst ihr schon sitzen, ja. So, Seele und Lebensstein. So, der würde nämlich gerne in seine Hütte wieder rein, nur leider ist die verschlossen. Wir sollen den Schlüssel suchen. Gott sei Dank wissen wir, oder ich, ja schon, wo der Schlüssel ist. Damit ersparen wir uns ein bisschen was. So. Dann können wir uns noch hier den Lebensstein holen. Oben müsste auch noch was liegen. Was war das da oben? Ich glaube, irgendwie Fackel oder sowas. Also nichts ultra wichtiges. Ne, ein Heimat. Ah, doch, ja, 5 Heimatknochen. Ja, so viel zu unwichtig, ja. Passt schon. So, was gibt's noch so zum Spiel zu sagen, während ich jetzt hier die ganzen Sachen einsammle? Naja, ganz klar ist schon mal, dass die Waffen Haltbarkeit haben. Das Ganze füllt sich auf der am Leuchtfeuer wieder auf. So, die Katze verkaufen uns zwar Sachen, aber wir haben nicht genug Seelen. Aber das Erste, was wir machen, ist... eine Estus-Flakon-Scherbe nehmen. Wir haben noch keinen Estus. Oh, das sind die Schweine.
das Haus könnten wir, glaube ich, auch noch nicht. Da brauchen wir den Schlüssel. Der hier verkauft uns Ausrüstung, die auch uninteressant ist hier jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber wir kriegen hier Schmiedematerial. Und zwar eine Titanschärpe, die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel bringt. Zack. Tja, die Schweine. Stimmt. Ach, hier kriege ich ja die Estus dadurch, dass ich der Tante da vorne die Scherben gebe. Ah ja, das war so. So. Bla bla bla. Estus verstärken. Das können wir kaum machen. Kommt da das schon? Die verfolgen einen auch überall hin. Gleich drei davon. Ja, da sind sie. Genau, jetzt haben wir nämlich zwei Estus statt eine. Es lohnt erst gar nicht mit den Viechern zu kämpfen, denn die haben auch eine verdammt starke Verteidigung. Ja, ich kann es nicht benutzen, weil die Gegner da sind. Ah, toll. Aber wir haben jetzt eh alles hier in Manchula erstmal abgegrast. Da hinten geht's zu Heides Flammenturm, da wollen wir noch nicht hin. Ups. Wir wollen hier rechts runter. Wir vorhin die Kiste geöffnet haben, denn da geht's in den Wald. Und der Wald ist das erste Anlaufsziel für uns. So, lala. Bis hierhin sehr unspannend. Da ist er schon. Menschenbild an uns und ein Schamlichtwort. Heimatknochen, wieder eine Seele von einem Untoten, was auch immer. Und hier kennen wir den großen Bekannten schon. Wald der gefallenen Riesen. Ist der schon hochgelatscht? Nein, dann kommt er hier gleich. So, den großen ignorieren wir gekonnt, weil den wollen wir jetzt gar nicht kämpfen. Oh, 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 nein. Das war echt schlecht. So, das wäre so die erste Position, wo man ein bisschen leveln könnte. So. Aber wir gucken mal, haben wir irgendwas Sinnvolles gekriegt? Nein, alles schlechter wahrscheinlich. Hier werde ich, glaube ich... Ah, doch, ja, ich habe den Streitkolben, der ist stärker. Dann werden wir auch mal auf den wechseln. Der hat einen langsameren Angriff, ist aber dafür um einiges stärker. Heißt, um einiges mehr Schaden. Und, siehe da, das nächste wunderbare Leuchtfeuer. Und das setzen wir uns jetzt auch direkt mal hin. Füllt uns die Energie auf und gibt uns einen Wiedereinstiegspunkt. Und alle Gegner respawnen in dem Gebiet. Hat den kleinen, aber feinen Vorteil, wir können direkt mal hier den Knüppel testen und der ist ja schon mal wunderbar im Vergleich. Hab on, hab on. Jetzt müssen wir nur noch treffen mit dem Ding. Einer fehlt. War noch mal drei. Bin ich jetzt blöd? War noch drei. Egal. Da steht noch einer drüben, einer steht hier unten. Der da drüben fokussiert uns schon, dann kümmern wir uns. Jetzt der. Und nein. Und ausweichen. Da kam der Pfeil. Macht der hier oben. Nein. Boah, das war knapp. Ja, aber der Pfeil hat getroffen. Abgewehrt. Oh,
Theoretisch hätten wir schon wieder ein Level in Machula, aber muss ja jetzt noch nicht sein. Ah, halt. Wir wollen natürlich ja Gegenstände mitnehmen, wenn wir ja hier schon sind. Dann haben wir hier wieder eine Seele eines verlorenen Untoten. Oder eine verlorene Seele eines Untoten oder wie auch immer. Ich bin etwas schnell im Wegklicken, das merke ich selbst. So, dann schauen wir mal hier rein, was wir hier Schönes haben. Ein paar von denen stehen auf. Jetzt muss ich nur gucken, in welcher Reihenfolge ich vorgehe. Denn wir haben hier oben einen Bombenwerfer gleich, der uns probiert, das Leben schwer zu machen. So, und wie ihr seht, ist auch die Haltbarkeit von diesem Knüppel einiges besser als die komischen Orange. Blöde Blüte? Ah, ich glaube, die macht Stamina weg. So, jetzt müssen wir aufpassen, bis wohin der Knirsch seine Böppchen werfen kann. Oh oh. Das war jetzt schlecht. Aber unbewaffnet dementsprechend schwach. Kommt uns natürlich zugute. So. Zerbrochenes gerades Schwert. Der hat natürlich. Ah, natürlich. Da. Und das hat, der hat natürlich einen Knüppel, der macht Schaden. Trinke ich einen Estus? Ich trinke einen Estus. Estus, you drink. So. Ich höre ihn oben laufen. Ich bin schneller. Glück gehabt. So. Erstmal ein bisschen was hier aufschrecken. Oh. Oh. Das war jetzt überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt wieder super. Ah, du auch noch. Und du. Oh, ey. Gib mal so einen Lebensblöppel her. Dass der keine Bomben wirft, irritiert mich ein bisschen. Ah. Wer war vom Teufel spricht? Das Thema wäre dann auch erledigt. Ein Fußsoldatenschild. Ist das besser wie meins? Nein. Natürlich nicht. Habe ich eine bessere Waffe jetzt? Nö. Passt. Das müssen wir alles hier haben. Der kann jetzt ruhig da drüben austoben. So. Stimmt. Hier. Der Arsch. Kommt er von allein oder? Ja. Padam. Gegenstand aufnehmen. So, da springen wir danach dann rüber. Wenn wir hier oben fertig sind. Wir müssen ja hier den Bombenwerfer mal zeigen, dass er hier uns einfach Bomben entgegenwerfen kann. Wie er gerade Bock hat. Oh. Und tschüss. Er hat's überlebt. Natürlich. Wieso hätte er auch sterben sollen? So, jetzt haben wir ein Kurzschwert und wieder eine Seele des Verlorenen, was auch immer. Pepper. Wunderbar. Dann zurück. Den nehme ich jetzt aber halt noch mit. Weil vielleicht kriegen wir damit ein paar Seelen, die ich blöppen kann. Im dritten Level, wo ist er? Hä? Ah. Denn der gibt ja schon mal 90 Seelen. Das ist ja schon mal ein guter Anstieg von 50 zu 90. Naja, eigentlich nicht, aber okay. So, jetzt muss ich überlegen, wie bin ich hier? Ich glaube, hier so schräg. Ja, nein. Nicht ganz. Verdammt. Ich glaube, ich komme hier alle beide an. Schade.
Dann müssen wir nochmal probieren, aber das war schon die richtige Stelle. Weil da drüben liegt, glaube ich, entweder Schmiedematerial oder das war ein Menschenbild. Also nichts, was ich jetzt... So, das kann ich jetzt aber nutzen, weil wir uns nach E-Warp... Aber jetzt, jawohl. Genau, Wurfmesser und wieder eine Seele, ja. Super. Toll. Danke fürs Gespräch. Wobei, Warp nö, weil müssen wir ja die ganzen Idioten nochmal machen. Es kommt ja gleich wieder ein Leuchtfeuer. Dann wechseln wir hier drauf schon mal. Und der Knüppel müsste bis dahin auch noch halten. So. Wichtig ist, dass die Waffe nicht bricht. Die musst du sonst beim Schmied reparieren. Das kann auf Dauer recht teuer werden. Also, hier lang. Springe ich da so rein? Das sind nämlich zwei Stück. Einer ist da hinter der Wand, glaube ich. Oder... Links. Ja. Ja, nee. Das gebe ich mir nicht. Und den kenne ich auch schon. So. Stamina leer, ganz schlecht. Schlechteste, was einem im Spiel passieren kann. Oh, er hat... Der erste Gegner lässt was droppen. Super, und dann auch nur so ein Scheiß. Das müsste auch nichts Sinnvolles sein. Holzenbolzen. Waren das drei? Okay. Dann waren das drei. Oh oh. Nach oben. So, was haben wir hier? Ein Lebensstein. Und oben ein Bogenschützen, der uns jetzt ans Leder will. Nein. Weil sonst nervt uns der Bombenwerfer hier. Das war jetzt wieder klar. Nett mit uns. Du lässt eh nichts droppen. Lag hier hinten? Ja, da hinten lag doch was. Ja, wunderbar. Ah, das Faustschild. Wo ist der? Ah, der ist oben irgendwo. Da rechts. Unscheinlich, der Kerl. So. Zur absoluten Sicherheit nehme ich den Lebensstein. Ich weiß, es ist jetzt fast Verschwendung, aber es ist hier noch einer. Und ich möchte jetzt nichts riskieren. Ja. Okay, war unnötig, aber egal. Zauberuhren. Und Türchen, öffne dich. Wunderbar, denn hier haben wir das nächste Leuchtfeuer. Und da setzen wir uns auch direkt hin. Wir werden aber noch nicht zurückgeworfen. Warpen geworfen, genau. Denn die gute Dame hier hat den Schlüssel, den wir kaufen sollen. Irgendwo im hier. Für 10 Riesen. Sonst, der Duftzweig dauert noch, bis wir uns den richtig leisten können. Und oben gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen zu holen hier, bevor wir uns zurückwarpen. Die können wir nämlich vorher machen. Nein. Ist nicht wahr. Das Ding ist scheiße, um Kristallechsen zu handeln. Denn die bringen beim Töten Schmiedematerialien, selten, die man auch sehr selten... Was ist hier? Ist hier was? Illusion verbraucht. Nee, nicht wirklich. Oder? Nee, da ist nichts. Würde ich erkennen. Ah, hier. Stimmt. Drüchen haben wir noch. Reparaturpulver. Wunderbar. So.
Reparaturpulver ist, um... Hier pennt irgendwo einer. Der da. Um unterwegs die Waffe reparieren zu können. Keine Mimik, sehr gut. Sehr schön. So, und irgendwo kann ich mich hier für einen göttlichen Segen fallen lassen, genau. Oh, verdammt. Ah, ich hab's. Mal wieder mehr Glück wie Verstand. Oh, hier könnten wir jetzt, das sind Rufsymbole, ein rotes sogar, da könnten wir jetzt gegen den hier antreten, da wir verdammt früh im Spiel sind. Ne, danke. So, ich würde jetzt aber gerne noch die Kristallhexe oben holen und für die nehme ich jetzt mal gucken, wie von dem Ding... Ja, die geht runter. Der Knüppel bleibt zu weit oben, da komme ich nicht an diese Kackechse ran. So. Denn auch die respawnen. Ja. Hab's. Ja, die ersten geben halt noch nicht viel, sind zwei Titanscherben. Die späteren geben halt schon einen ganz schönen Unterschied. Jetzt kann ich aber auch gleich bei der Axt bleiben, denn die ist auch ein bisschen stärker, habe ich gerade gesehen. Bis wir an der Stelle sind, wo ich sag, es lohnt. So, lohnt's zurückzugehen eigentlich noch? Ja doch, der Schmied braucht ja hier seinen Schlüssel. Ja gut, dann ab nach Majula. Hat ja schon einen Vorteil, wenn der Schmied endlich da ist und wir von ihm uns die Sachen machen lassen können. So. Bevor wir mit der guten Tante reden, einmal aufschließen. Vorher noch die Kiste gucken. Da haben wir einen Kurzbogen drin. Ihm Bescheid sagen, hey, ist aufgeschlossen, weil das kriegt er irgendwie nicht mit. So. Ausrüstung brauchen wir nicht. Ah, halt. Nein. Wir blöppen Seelen. So. Hier war's. Und zwar mal die und die. Und gucken mal, wie viel wir rauskriegen. Ja, damit lässt sich doch was anfangen. Wir müssen drei Level aufsteigen. So, was haben wir hier? Wir haben Vitalität, Kondition, Belastbarkeit, Zauberstärke, Geschicklichkeit, Anpassung, glaube ich, genau. Antizipieren vielleicht im Fußball. Intelligenz und Wille. Da wir natürlich eher so ein Melee-Bild machen wollen. So ein bisschen. Auf Konstitution. Die bringt uns halt die Ausdauer für mehr Schläge. Ja, dann gehen wir mal so hoch. Das passt. So. Wir haben keine weitere Istus-Scherbe. Das heißt, wir können ans zweite Leuchtfeuer im sogenannten zweiten Gebiet hier. Mit der Alten müssen wir ein bisschen quatschen. Ah, super, das bleibt hier drauf, dann kann ich das ein paar Mal machen. So, jetzt quatscht nichts mehr. Und demnächst wird sie auch in Majula auftauchen und uns dort auf Nerven gehen. So, jetzt gucken wir mal, was wir. Der Dackel noch. Haltbarkeit sieht recht in Ordnung aus. Wir staggern die schön, dass die nicht zum Zug kommen. Auch er hier ist leben. So. Die Tür brauchen wir einen Schlüssel, das dauert noch lange, bis wir den haben. Die Tür ist ein Shortcut, den kriegt man noch nicht auf. Der liegt unten.
die andere Tür hier eben rechts waren schon. War eine Tür, die wir erst später aufkriegen, weil wir noch keinen Schalüssel haben. So. Jetzt kämen wir hier hoch. Ich überlege aber, ob ich schon hier hoch will. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich da runter. Ernsthaft, wo ist der? Ach, ist der da hinten. Hier ist jetzt nur noch der da, den wollte ich aber auch noch mal weg haben. Double Kill! Der war schön. Komme ich hier später nochmal hin? Ja. Denn ich muss erstmal hier rüber. Padam. War nix, ne? Da geht's dann später weiter und hier machen wir eine kurze Pause. Deshalb. Da kriegen wir schon mal eine Seele, weil ein Untoter gedacht hat, er könnte laufen. Da unten ist, glaube ich, nichts außer Tod dann. Ja. So, was haben wir hier oben noch? Ah ja, ich glaube, der Gräber hier. Genau. Mit dem müssen wir so lange quatschen, bis wir von ihm den Schlüssel kriegen. Jetzt, oder? Ja. So, und jetzt noch ein paar Mal, bis er dann irgendwann sagt, er kommt doch irgendwann nach Manchula. Genau. Das Kraut und fertig hier. So, dann haben wir den Schlüssel für das Haus in Manchula. Da können wir aber, glaube ich, nur eine Estus rausholen. Vorerst. Alles weitere erst gegen Ende des Spiels. So. Hier müssten noch ein Bogenschütze genommen. Dem nehmen wir uns doch gerne an. X gibt's. So, und jetzt sind wir wieder hier auf dem Dach, wo wir eben rausgekommen wären. Das Wasser ist, glaube ich, zu tief. Oh. Von wo? Boah, was ein Arsch. Liegt hier unten was? Ich glaube nicht. Wie komme ich nochmal darüber? Oder wenn ich mich hier runter droppen lasse? Was war denn da unten? Lohnt sich das? Das ist ein ganz schön tiefer Drop. Oh, ist jetzt nicht wahr, den habe ich nicht gesehen. Oder so. Ah, eine Titanscherbe, also doch nicht so verkehrt. Okay, ich hätte auch rüberlaufen können. Ist noch. Huch. Ist ja auch noch einer. Willst du bitte da hinten rauskommen? Danke. Schnell hoch, bevor der Bogenschütze meint, der müsste mich treffen. Ich wollte gerade sagen, jetzt nehmen wir mal zur Sicherheit noch einen Lebensstein. So. Und jetzt geht's hoch. Oh. Der ist ja noch vorher. War jetzt irgendwie klar, dass er trifft, oder? Oh.
2. Egal, 600 Seelen, dafür ist mir das wert. So. Sterbe ich dafür? Denn der Knilch hier muss mal sein Böppchen hierher werfen. Danke. Ist in Ordnung, das ging ein bisschen schnell jetzt. Kommt der jetzt? Ist er doch unten hochgelatscht. Ich verscherbel hier einen Lebensstein nach dem anderen. Ist ja echt faszinierend. So, was wir hier mit dem Bömmchen bezweckt haben, wir haben schon einen Shortcut aufgemacht. Zum Leuchtfeuer, an dem wir eben waren. Riskier ich? Nö, eigentlich nicht. Ich will die Seelen noch nicht loswerden. Ja, jetzt sind die ja alle wieder da. Das war jetzt nicht so super. Ja, er hat jetzt zwar das Schild hier vorne dran, aber... Es hat geblockt. Gut. Ja, recht sein. Oh, der war gut. Und weg. Das war jetzt besser. Jetzt droppt gleich. So, aber dann können wir mal gucken, wie schnell wir die Sachen einsammeln können, bis der Greif den runterlässt. Wir können auch probieren, den hier schon fertig zu machen. Oh, verdammt! Ich glaube nicht, dass wir sie kriegen. Ich mach gar nicht so wenig Schaden. Ja, wobei, so arg viel mache ich jetzt auch nicht. Jetzt hat er mich. Oh shit. Ja, 3 Schläge. Ja, das dauert halt dann doch ein Stück zu lang. Ja, ich bin auch noch ein bisschen schwach auf der Brust. Nicht so schlimm. Gut. So langsam lohnt fast schon wieder ein Menschenbild zu nehmen. Der ist es, ah. Zielen sei gelernt. Lustig. Ist nicht wahr, wieso treffe ich dich? Nee, oder? Hallo? Jetzt bitte nicht runterkullern. Das wäre jetzt ja mal mega peinlich. Er jagt sich auch noch selber in die Luft, schenkt mir hier die Punkte. Wo liegt meine Leiche dahin? So, der Vogelhans wird da nicht mehr runtergelassen. Au, oh, 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 oh. Stamina leer. So. Gut. Ist da hinten noch der Typ hier oben. Dem helfen wir mal kurz runter, der war zu weit oben. Und ich meine, hier müsste ich einen Drop machen können auf den anderen. Wenn ich es hinkriegen würde, ja. Gehen wir mal an, ist es. Dann bevor der Bombenheini mir auch noch einer auf den Platz verpasst. Gar keine.
Hammer. Ja, ja, das ist ein Höhlensoldat. So. Gehen wir mal nach Majua, denn wir leveln noch ein bisschen. Wir haben ja schon wieder 4000 tolle Seelen. Ja. In dem Spiel ist es relativ sinnig, nicht mit zu vielen Seelen rumzulaufen. Man sieht ja, wie schnell man das Zeitliche hier leider segnet. Gute Dame, lass uns aufsteigen. Ja, das klingt gut. Ein bisschen was in Stärke pushen. So, Scherben heben wir uns auf. Und dann geht's zurück. Schmieden tue ich erst, wenn ich den zwei Hände habe, da das dann meine, ja, Präventivwaffe wird. Wobei, ich könnte auch mal einen anderen Split ausprobieren. Naja, mal schauen. Tada. Den da oben ignorieren wir einfach mal. Nein. Ich bleib schon an der Wand. Wieso kann ich jetzt nicht wegrollen, ey? Danke fürs Gespräch, das waren jetzt einfach mal zwei Estus. Klasse. Tja, da so schnell geht's. Eine grüne Blüte. So, dieser Raum ist auch recht toll. Nein. Wir haben natürlich ihn nicht getroffen. So, da kommt noch ein paar. Großer Seelenfall-Zauber. Blauer Seelenfall. Ja, okay. So, ich habe... Nein, falsch. Ich habe keinen Wahrheitsverkünder. Schlecht. Schlecht, schlecht. Dann müssen wir das anders machen. Ja, dann muss ich doch erstmal hier rein. Das ist Peter. Ups. Der erzählt uns jetzt auch nur, dass sein Freund hier rein ist, irgendeinen Schatz holen und im Grunde verarscht er uns mal. Weil jetzt sind wir hier drin erstmal gefangen. Ah, das sind sie. Oh, oh. Gott, schlecht. Normalerweise kommen die auch nicht alle gleichzeitig raus. Au. Oh. Ui. Die kamen doch nie alle auf einmal hier schon raus. Nein. Ui. Bei Fuß. Ui. Das war jetzt eng, das muss ich zugeben. Aromaschlick. So, wo war die Tür? Ne, war die oben? Die war oben. Dann war die oben. Normal ist er erkennbar an den Nachrichten. Das war doch hier noch mit drücken. X drücken und nicht mit schlagen. Yeah.
Türen. Ganz viele Türen gibt's hier. Also in dem Spiel. Gelbes Kraut und ein Zauberstab. Haben wir mittlerweile eigentlich irgendwas Besseres wie diese blöde Axt. Denn ich finde, die ist ziemlich kurzatmig. So, der hat 85 Block. Das Ding auch. Ah, ein bisschen besser im Leben. Ja, egal. Ich bleib jetzt mal bei dem Kleinen hier. So. Ach, das sind die zwei, die einen Traum klopfen. Ich hab gewundert eben. So. Oh, it allows undead. Keine Ahnung, was wir eben gekriegt haben. Ich war ein Tick zu schnell. Es tut mir leid. So. Was ist denn hier? Ja, manchmal sind diese Nachrichten sehr irreführend. Oft auch beabsichtigt irreführend. So. Ah ja. Ich weiß genau, was hier kommt. Wegrollen! Sonst wären wir jetzt vergiftet worden. Eine Titanscherbe. Pharaos verkündet, der Dings was hat. Aber da können wir mal dran klopfen. Denn die ist verschlossen und wenn wir dran klopfen, denken die, da kommt bestimmt einer von uns und machen die Tür auf. So blöd wie sie sind. Drei Stück müssen es sein. Ja. Nee, in der Tür bin ich drin kämpfen. Ich genau weiß, dass ich nämlich permanent an irgendwas hängen bleibe. So. Oh, das war aber jetzt auch Glück. So, und hier ist nur. Was war hier drin? Hier war eine Rüstung. Große Titanscherbe und noch ein Lebensring. Ich glaube, die stacken nicht, wenn ich sie doppelt anlege. Ja, nee, ich kann nur einen anlegen. Ah ja, hätte ich doch lieber das Asketenleuchtfeuer genommen. Wobei, da werde ich eh später zugespammt mit dem Zeug. So ein Lebensring ist vielleicht gar nicht so verkehrt für den Start. Was war das? Zwei Bombenwerfer hier. So, einer da. Nein, nein. Was mit dem Angriff dann werden wir wegreichen. Ich gerne die Seelen. Und hier nochmal eine große Seele. Könnt ihr treffen? Nicht mich. Waren das keine Explosivfässer, Junge? Oh doch. Ei, ei, ei. Kann's doch jetzt nicht sein. Gut, wenn du draußen bleiben willst, bleibst du draußen. Ich brauch dich nicht. Jetzt kommt er. Weiß aber auch nicht, was er will. Oh, scheiße. Nee, das gebe ich mir nicht. Der gibt zwei. Das war jetzt wieder. Ah, keine Stamina, keine Stamina, keine Stamina, keine Stamina. Wieso ich immer beide pullen muss. So. Da hinten. Mach ich später.
Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier jetzt nicht sterbe. Weil hinter mir jetzt gerade Gegner rausgeschoben. Okay, gut hingekriegt. Die Axt bricht bald. Und da brauche ich eigentlich nur noch das eine Ding. Schade, er hat nicht gesehen. Das könnte lang. Ja. Den muss ich gar nicht machen hier. Oh oh. Scheiße, der folgt mir ganz schön weit. Denn hier unten liegt nur was, was ich gerne hätte. Lebensstein und großes Lebensschild. Oh scheiße, ernsthaft. Shortcut hier öffnen. Wobala. Ich wollte gerade sagen, ihr dürftet ja eigentlich nicht durchpassen. Glück gehabt. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt schon mal einen guten Start hier. Dann ab nochmal Schule. Wir leveln nochmal. Und dann geht's zum ersten Boss. Was haben wir? Estus Scheibe gefunden? Tja, gar nicht mal mitgekriegt. Haben wir noch einen? Nein. Wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein. So, was machen wir? Vitam 1 und Stärke. Sagen, schauen wir mal, dass wir den ersten Boss niederstrecken. Hier runter. Wir haben den Shortcut ja jetzt eben aufgemacht. Mir einfällt, wir können sogar noch was holen, bevor wir hier runterfahren, denn hier geht's zum Boss. Und vorher könnten wir aber noch die mal anlocken. Das war schön, ne? Lebensstein, sehr gut. Die Knirsche, die uns mit Bomben bewerben, den können wir noch Besuch abstatten. Was ich jetzt auch gerne noch mache. Und zwar hier über die Leiter. Jetzt sind wir ein Stück über ihn. Eine leichte Armbrust, die ist aber auch erstmal uninteressant. Und hier sind die ersten Sparen, die ich bis heute noch nicht verstanden habe, was sie bringen. Außer diesen glatten, sandigen Stein. So, jetzt mal gucken, kann ich auf irgendeinen droppen? Hier ist keiner. Lass mich raten, hier komme ich nicht, ah doch.
wird jetzt eklig. Fackel und die Seele. Weil das Problem ist, das sind hier drei Stück. Wenn ich einen wegnehmen kann, dann wäre das voll nice! Schlecht. Verdammte Scheiße. So, und wo liegen jetzt meine Seelen? Oder unten? Ah, bei meinem Glück liegen sie wahrscheinlich oben. Bei meinem Glück liegen diese oben. Menschenbild nehme ich aber noch nicht. Geht's mit der Energie? Feuer, weil ich dann eh das Menschenbild nehme. Von daher soll mir das egal sein. Mal gucken, ob ich die wieder so cool hinkriege. Kein Lebensstein, danke. Was wir jetzt machen, und ich auf diese Idioten gar keinen Bock habe. Ah, ne, was war's hier unten? Pfeil und das sind Bolzen. Natürlich liegen die Seelen oben. Zack, zack. Einer? Treffe ich dich. Jawoll. Zwei. Das Ganze schon ein bisschen einfacher gehen. Habe ich eigentlich mittlerweile irgendwas Besseres? Ah, ah, nee. Oh, aber die hier. Geht um eins hoch. Kann ich immer noch. Da hört sich aber einer sehr nett an. Endlich treffe ich auch mit einem Jump Attack. Wurde aber auch mal Zeit. Feuerbomben. Das war auch nichts. Gut. Dann läuft es ja jetzt mal. Dass wir auch mal Glück haben hier. Ha! Jetzt habe ich es aber. Thank you.
als allererstes jedes Mal drücke ich Start, warum auch immer, ein Menschenbild benutzen. Dass wir da auf voller Energie sind. Den Rest brauche ich nicht. Wobei, wenn ich die Seele blöcke, müsste ich noch mehr kriegen. Nutzen. Wer? Haben wir da unten eh noch einen NPC, den wir aufrufen können dafür. Aber ich denke, das müssen wir auch so hinkriegen. Außer wir haben zwei NPCs. Klar ist, wenn man sich NPCs dazu ruft, das ist das sanftmütige Hätte. Und die Mietklinge Louis. Genau, wenn man sich die Schatten jetzt hier dazu ruft, kämpfen die mit einem. Logischerweise hat der Boss mehr Energie und mehr Verteidigung in der Zeit. So. Jawohl, da bin ich doch dabei. Und feuer mal meine Leute hier an. Die Mietklinge ist so cool. Mit dem spiele ich am liebsten als NPC. Der letzte Riese. Thank you.
Boah, wie ich einfach heute richtig beschissen wurde. Boss-Time in Dark Souls 2. So. Wir haben jetzt den Soldatenschlüssel bekommen und die Seele des Riesen. Mit dem Soldatenschlüssel können wir ein paar Türen aufschließen. Ich glaube, die noch nicht. Nee. Und wir haben ein bisschen was an Seelen bekommen, wie wir jetzt unten sehen. Ich glaube, 7000 war es. Oder nee, 7500. Ja, das kommt ganz gut hin. Definitiv. So. Den ziehen wir auch gleich an. Stellt langsam TP wieder her. Das langsam ist echt wirklich langsam. Ich meine, hier ist jetzt nur der komische links der Ritter. Naja, ich glaube wegen dem Gewürz hier. Oder eine prächtige Lanze. Ja, hier war's Gewürz. Gut. Keine Mimik. Gelbes Kraut, meine ich doch. Kann man probieren, ob ich ihn hinkriege, aber ich glaube, der hat hier noch ein bisschen zu viel Energie. Und ich stagger den mit der Waffe, krass. Fetter Eisenritter. Oh. Stamina-Problem in Dark Souls. Das Problem ist, wenn ich zu langsam bin und zu lang aus dem Kampf bleibe, der gute Kollege hier kann sich noch Estus reinziehen. Sehr lange verschlossen. Wir könnten zum nächsten Boss schon voranschreiten, das möchte ich aber nicht. Oder wir grasen an eine andere Stelle ab, das möchte ich eher. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal Ichimichi mit hier. Oh, das Rufsymbol ist leider verschwunden. So ein Mist, aber den hätte ich jetzt aber doch gerne mitgenommen. Dann gehen wir erstmal nochmal drüber leveln, weil ich diese dicken Gnome mit dem Knüppel in der Hand nicht mag. Lass mal keinen brauchen, oder nicht?
Streaming-Zeit her lang. So, wir haben ja noch zwei Türchen hier zu öffnen. Erstmal wieder den Knopf eine geben. Ist nicht wahr. Wir werden stärker. Zwei Schläge noch für die Hampelmänner. So, haben wir hier den Soldatenschlüssel benutzt. Und hier wäre es ganz gut, eigentlich noch jemand dabei zu haben. Ah, wobei hier ist ja der NPC, mit dem können wir ein bisschen was machen. Denn hier sind Skelette, die ich nicht mag. Und er kann uns auch Licht machen. Was hier unten gar nicht mal so verkehrt ist. Nein, nein. Und zu dem Licht kann er viel Schaden ausmachen. Kriegst du nicht. Ich muss dir wieder helfen. Mach einen Meter. So. Fackel. Achso, er hat das Licht angemacht. Ich dachte, wo ist denn jetzt noch ein Feind? So. Alter. Wir gehen erstmal durchs Haus. Lebensstein, oh, wie nett. Ein Menschenbild haben wir jetzt hier noch. Jetzt trauen wir uns ernsthaft die Tür aufzumachen, denn. Da muss man aufpassen, die lassen sich auch gerne einfach mal nach hinten fahren. Hier wäre schon mal weg. Ein paar auf dem Dach lassen wir jetzt erstmal links liegen. So dass sie nicht auf den gleich hier antanzen. Denn wir haben hier noch einiges vor, der Kerl und ich. Und er sollte am Leben bleiben dafür. Weil da oben auf dem Dach stehen, glaube ich, nochmal zwei. Oder drei. Scheiße. Geist Dennis, den hätten wir nämlich genau. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Denn genau das wollte ich vermeiden. Genau das wollte ich vermeiden. Nein, 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 nein. Scheiße, genau das wollte ich vermeiden. Ach, Kacke. Es liegen meine Seelen hier rum. Toll, toll. Na, das war jetzt wieder klar. Wir sind wieder untot. Wie toll.
eingeschaltet. Ich hoffe, dass wir hier den finsteren Geist im Schreck machen können, weil er hat eine Menge Seelen bei sich. Und die würde ich sehr gerne eigentlich mitnehmen. Jedes Mal falsch. So. Warum mache ich mich menschlich? Nur als menschlicher kannst du, NPCs überhaupt die Rufsymbole sehen, beziehungsweise die der anderen Spieler. Und den hätte ich ja schon gern wieder dabei. Was jetzt nicht geht, ist auch vor der Schule. Die können ja nicht hoch. Also gehen wir hoch und snipern uns die schön wieder am Bus von oben. Weil der Kerl da unten, den brauche ich eigentlich jetzt nur dafür. Oh, hier ist auch eine Leiter. Ja, wunderbar, dann hast du es ja auch geschafft. Hab ich hier so einen? Ja. Wer hat jetzt erst gewonnen? Was
Aufgabe nicht erledigt. Mir denn? Ist in Ordnung. Der folgt mir doch hoffentlich nicht bis raus, oder? Alter. Der macht guten Sound. Fuchst du mir ein bisschen hoch? Ja. Fragt sich, wer jetzt hier mehr Schaden macht. Der war mal geil. Irgendwie kriegt er das hier draußen nicht so hin. Ja, aber jetzt war's das dann. Ich mir zu übermütig werden in Dark Souls. Wow. Ein Training gebannt, Gott sei Dank. Es gibt ein Menschenbild und wir kriegen Erfahrungspunkte. Und zwar nicht gerade wenig. Puh. Oh, eine knappe Kiste. Das war eine knappe Kiste. So, jetzt können wir nämlich zurück, weil hier ist ein Hier ist ein Leuchtfeuer, das wollte ich sagen. Das wollte ich schon die ganze Zeit holen, aber irgendwie, ne? Ich mach das jetzt mal auf die Uhr an, bis ich den Gegenstand hier geholt habe. Einmal gibt es hier, glaube ich, so einen komischen Wundersamen. Ja, hier. Riesenbaumsamen. Equipment ein bisschen anpassen. Boah, und dann würde ich sagen, war es das jetzt mal für den ersten Stream. Wir sind ja schon bei einer Stunde 40. Haben schon gut was geschafft. So, dann schon wieder falsch wie immer. Da haben wir
eine sehr große Seele. Kriegt 3000 Cent. Dann haben wir hier nochmal 800. Und die letzte hebe ich mir auf. Ja. Gucken wir mal, ob wir jetzt mittlerweile ein besseres Schwert haben. Oh ja, wir haben das Bastardschwert, stimmt ja. Das ist um einiges cool. So, haben wir ein besseres Schild. Oh ja, wir haben das große Lederschild. Haben wir hier irgendwas? Jawohl, da haben wir die alte Eisentracht. Ja, die Rolle kann man so lassen. So. Was haben wir denn? Wir können mal Belastbarkeit um 3 hochsetzen. Geschick um 1. So. Schon sogar noch ein bisschen unsere Schiffe. Wir können mal gucken, ob wir beim lieben Schmied des Bastardschwerts zumindest mal ein, zwei Stüchen umsetzen können. Waffe verstärken. Bastardschwert. Genau. Das konnten wir jetzt um 1 verbessern. Jetzt 154. Das klingt doch schon mal einiges besser. Und wir haben eine größere Reichweite. So. Die Dame, die wir da getroffen haben unterwegs, ist jetzt hier und bietet immer noch ihren gleichen Schotter an. Und was wir noch als letztes machen können, wir haben ja den Schlüssel von dem Kartografen bekommen. Und den können wir hier nutzen, um uns Zugang zu diesem Haus zu beschaffen, in dem das größte Buch der Welt ist. Der erste Wahrheitsverkünder, also Pharaos Wahrheitsverkünder, der sehr wichtig ist. Kommen wir aber dann das nächste Mal definitiv dazu. Dann erst aufs Dach und dann zum Keller. Hier ist eine Truhe irgendwo. Da ist die Truhe. Ich glaube, das war's dann auch hier. Die Tarnscheibe. Ja, irgendwann noch das hier. Also sehr wohnlich waren hier alle nicht damals. So. Die erste Fackel auf der Weltkarte brennt. Das heißt, der erste Boss hier wurde besiegt. Da kommen wir aber auch später dazu. Und dann haben wir hier ein Skelett. Oh, das hat gar nicht mal so schlecht Energie. Macht gar nicht mal so schlecht Schaden. So, jetzt haben wir ein Menschenbild, dann haben wir eine Estus-Flakonscherbe, die wichtig ist. Und ich glaube, hier ist eine Truhhülle. Ja, genau, Seelengefäß. Damit könnten wir jetzt noch einmal von unserem weiblichen auf einen männlichen Charakter wechseln oder umgekehrt. Recht sinnfrei meines Erachtens. Entweder ich entscheide mich dazu, einen Charakter zu spielen oder halt nicht. So, dann gehen wir hier raus. Geben der guten Frau da vorne nochmal unsere Estus. Is that here to see love? However. Und schon haben wir 4 Estus Flakons. Jetzt haben wir. Bis ich das lerne wieder. Haben wir Knochenstau? Ne, haben wir nicht schon. So aus. Ach, wo sind denn die Schmiedesachen? Nee, Schlüssel. Nee, wir haben keinen. Gut, dann haben wir das alles erledigt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kaiser Katana.